Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir spielen das schöne Star Trek Spiel, das neue Kartenspiel. So, ich habe mir gerade nochmal die Frage gestellt, wie komme ich an neue Karten? Weil das letzte Match oder das erste Match gegen Riker war natürlich sehr bescheiden. Man hat die Möglichkeit, Missionen zu machen. Hier zum Beispiel, wie hieß der Typ überhaupt? Kim, glaube ich. Wenn du 4 Tage in der Woche spielst, dann, warum auch zwei, da steht, keine Ahnung, kriegst du 70 Credits oder Latinum. Gewinne 10 Multiplayer-Schlachten, auch nochmal 70 Latinium. Gehe in Quarks Arena, was immer das ist. Aber da brauche ich mich noch gar nicht blicken lassen. Auch 70 Latinium. Gewinne zweimal in der Arena. Naja. Also man kann auf jeden Fall über Missionen. Man kann über Mission natürlich Karten oder Geld generieren. Man kann aber auch in den Shop gehen. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ach, hier sehe ich gerade, gibt es verschiedene Sammel-Edition. Also hier extra für Klingonen-Paketchen. Was haben wir denn noch? Föderation-Paketchen und Standard-Paket. Ach, da gibt es Q. Was für Preise haben die? Die haben alle dieselben Latinum-Preise. Qual der Wahl. Standard. Aber wenn ich schon das Shuttle da sehe, dann kriege ich schon wieder das Brechen. Wir bleiben aber bei der Föderation. So. Natürlich umso mehr wir wahrscheinlich nehmen, umso günstiger wird's. Aber ich habe jetzt keine Lust, 15 Pakete auszupacken. Machen wir mal zwei. So. Ach so, das ist noch eine andere Währung, oder was? Aha. Okay. Da hatte ich ja die Info gesagt im letzten Video, dass es Free-to-Play ist und nicht so wie andere Spiele. Ja, die gleich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ja. Das muss ich wohl revidieren. Das sind dann hier diese komischen Abzeichen, die auch als Währung gelten. Also, die kann man mit Echtgeld kaufen oder wie? Und dann kriegen wir hier die Pakete. Das ist doch nicht so prall. Was mache ich mit Latinum? Guten Eindruck. Open Packs, na gut, ich habe keine gekauft. Ach so. Mehrere Pakete kosten hier echt Geld. Ich kriege hier immer nur eine Packung mit Latinium. Okay. Dann packen wir mal eine aus. Kommt für. Good customers are as rare as Latinum. Ja, und was haben wir jetzt bekommen? Kriegt erstmal einen schönen kleinen Effekt. Wow, ist ja der Hammer. So, 5 Karten sind drin. Ach, muss ich noch anklicken. Ach, Tilly. Oh, aus dieser neuen Serie. Die hat mich ja. Ich habe die neue Serie noch nicht zu Ende geguckt. Nur so die ersten, ich sag mal, 5 Folgen. Dann brauchte ich erstmal Break. Aber bisher ging die mir echt auf den Sch. Also, nee. Also, wenn ich irgendwie. Wenn auf dem Schiff zu wenig Luft ist und man muss sich entscheiden, welche Crewmitglieder leben und sterben, die ist auf jeden Fall tot. So, was haben wir hier? Ein Klingonenfrachter. Toll, ein Stern. Das ist natürlich. Muss man sich mal vorstellen, ja? Das ist, das Ding hat so gute Werte wie ein Shuttle von der Föderation. Also Käse. So, was haben wir hier? Das sieht schon ein bisschen besser aus. Vote sagt mir jetzt aber auch nichts. Das sagt mir jetzt nichts. So, ja. Restore 4 Hitpoints to your Flaggschiff. Das könnte man vielleicht gebrauchen. Und was haben wir denn hier? Satuka. Ja, wie viel Damage to target disable the ship? Ja, Haut mich jetzt nicht um. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, warum. Die sollen mehr davon kaufen.
Machen wir. Good customers are as rare as Latinum. Mhm. Und wir hören wieder denselben Satz. So, jetzt packen wir das wieder hier rein. Oh, da haben wir wieder diese tolle Lichteffekte. Also bei Gwent muss ich sagen, da hat sich ein Orga, also musste man Fässer kaufen. So, und wenn man dann ein Fass kauft, dann nimmt das dieser Orga in der Hand, schüttelt das, macht's kaputt und dann kriegt man Karten. Und hier hat man so ein komisches Energiefeld mit komischen, ja, Kästen. Und ich muss es auch nehmen. Na gut. So. Aha, man hat auch unterschiedliche Beleuchtung im Hintergrund. Grün ist bestimmt besser als blau, oder? Ein Gorn. Worship. Aha. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Na gut. Machen wir mal ein Grün. Mhm. Gut, ich glaube, ich habe jetzt hier keinen Unterschied erkannt. Also Malcolm Reed. Uhu. Ich glaube, das ist auch so ein Kandidat, wenn zu wenig Luft da ist. Ey, den mochte ich irgendwie nicht. Der war auch ein bisschen unsympathisch, der Malcolm Reed. Immer nur auf seine Arbeit fixiert. Naja. Riga. Ach komm, eine machen wir noch. Das Auspacken macht Spaß. So, zack, hau mal das Latinum auf den Kopf. Are as rare as Latinum. Jawohl. Und dann schütteln wir wieder hier. Yeah. Mhm. Mhm. Hoshi Sato. Ja, das ist okay. Replikat-Pattern. So, jetzt haben wir erstmal hier schön Geld auf den Kopf gehauen. Achso, Discord, Vollscreen, warum kommt jetzt das? What? Hm. So, ach ja, können wir uns immer nicht leisten. Ja, nee, zurück. Hm. Genau, Deck wollten wir bearbeiten. Achso, Gegner müssen diese Shuttle angreifen oder die kleinen Schiffe. Okay. Achso, Niu, der hat die gleich reingeworfen. Ich dachte, wir dürfen nur 30 Karten. Ach so. Jetzt haben wir den einen rausgeworfen. Die hat noch eine Karte für den Replikator. Was ist denn damit? Ups. Achso, Deck-Editor. Das macht die gleich automatisch. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein. Kann ich nicht einfach schnell mein eigenes Deck zusammenschustern?
So, jetzt habe ich natürlich mein Deck kaputt gemacht. Fantastisch. Achso, wir müssen nicht rüberziehen, einfach reinklicken. Wo ist denn die Crew? Die Crew-Karten. All Cards wäre mal was. Federation. Die auf jeden Fall. Es gibt doch jede Menge Karten, unterschiedliche Schiffe, dann noch mit Fähigkeiten. Das Ding sieht auch scheiße aus. Aber naja. Ah! Wir haben den Q-Button gefunden. Halleluja. Jetzt habe ich mir irgendwelche Schiffe zugetan. Ach, wird schon funktionieren. Ist das nicht Kirsten Dunst oder wie sie die Darstellerin? Take my thoughts. Ach, schön. Ich will ich aber nicht. You're in love. Betazoid women are full of surprises. Das klingt auch gut. Okay, Reed, nehme ich auch mit. Aber Reed war eine Karte, die hat 3 Sterne. Das heißt, den könnte man wahrscheinlich noch mit einer weiteren Karte oder anderweitig noch modifizieren und verbessern. Gehe ich mal von aus. Part of my job is to anticipate. You are inconsistent. Sagt er mal selber? You are inconsistent. Ja, es ist wie... You are. Wie ich schon gesagt habe, die haben alle nur einen Text und der da ausgesprochen wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber vielleicht haben die Captains dann ein bisschen mehr. Aber wir sind erst bei 25 Karten. Verdammte Axt. Dann nehmen wir noch Leffler dazu. Leffler, die hübsche Dame. Nehmen wir sie auch mit. So, dann nehmen wir doch hier noch ein paar Shuttle mit. Also, Bajorana, weiß ich nicht. Nee, keine Crew. Shuttle. Shuttle Time. Wie hieß denn das Shuttle, was ein Schutzschild hatte? Das war ja gar nicht so schlecht. Ach komm, dann nehme ich mit. Gut ist, wir haben 30 Karten. Der Sinn der Karten lässt sich... lass uns da mal überraschen. So, ich habe mein Deck zerschreddert, ein neues Deck schnell erstellt. Jetzt würde ich nur gerne wissen... Naja gut, das sind hier irgendwelche Clan-Sachen, oder? Kann man irgendwas joinen? Da habe ich keine Lust zu. Habe ich nur die Möglichkeit... Ready? Select, ja... Also man hat echt nur gegen Multiplayer und Singleplayer. Aber Multiplayer brauchen wir gar nicht versuchen. Da kriegen wir nur auf die Nase. Gorkon. Krem. Komm, Ferengis können nicht kämpfen.
Das muss jetzt auch easy peasy sein hier. So. Leffler macht eine Ferengi per Datz. Achso, die hatten dieses riesige Schiff. Das war natürlich. Damage. Ich will erstmal Schiffe haben. Und das kann auch noch kommen. Was gibt's Neues? Ja. Ach nee. Das war falsch, weil wir haben ja nur einen Energiepunkt. Das heißt, die großen Pötte, ja, kommen dann später. Enter. So, ich hoffe jetzt, die Runde geht ein bisschen schneller. So, ja. Die Karte ist vielleicht gar nicht doof. Der hat, glaube ich, gerade seine Energie erhöht und konnte deswegen was anderes spielen. So. NX-Klasse. Zack, komm her. Und das Shuttle darf den Krem direkt angreifen. Nimm das, Ferengi. Du hast mich beschissen. Ich überlege gerade, wie dieses Roulette-Spiel von den Ferengis heißt. Frau, das weißt du. Was spielen die Ferengis die ganze Zeit bei Quarks Casino? Muss ich mal Latinum reinschmeißen? Ich komme nicht drauf. So, wir haben 3 Punkte. Wir können jetzt Hitpoints. Brauchen wir aber nicht gerade. Feuer. Ta, Ferengi, nimm das, du. Wer liegt's auf der Zunge? So. Schade, dass wir die Energie nicht behalten. Ach komm, Polaski. Ach, wir können dich da nur in den Angriff packen. Da bringst du aber 0. Part of my job is to anticipate. Verbesser das Shuttle. War es Tongo? Nee, Tongo. Ich hätte auch gesagt, dass dieses Spiel hieß anders. Oh, der hat gerade ein Schiff rausgeschossen. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Tja, Polaski. Du bist wohl auf dem falschen Schiff. Haben wir schon irgendwelche Specials, die wir einsetzen können? Nein, kann man nicht. Tja, ein Angriff auf 3 Verteidigungen sieht schlecht aus. Wir lassen den einfach mal. Wir lassen den. Oh, der darf mich direkt angreifen. Ah ja, es ist ja genau in der NX-Klasse, genau das, was ich hatte. Das war's, Polaski. Danke, dass du mitgekämpft hast. Ja. 1 Schaden. Ach, den können wir nicht. Wir können nur den angreifen. Aber Special haben wir immer noch nicht. Doch. Ich hätte gerne das Schiff hier. Und dann bitte gleich hat auch. Schade, ich dachte, er hätte überlebt. Der darf gleich und Feuer. Ach, der hatte nur 1 Verteidigung. Das habe ich zu spät gesehen. Ah, ich habe gerade nur gesehen. Ah, 3 Angriff, Angriff, Angriff. Und dann war er weg. Was ich nicht bedacht habe, die Karten mit den kleineren Werten sind gar nicht so doof. Gabo! Dabo hieß das doch. Dabo war das. Dabo, das Roulette-Spiel der Ferengis. In Quarks Casino. Auf Deep Space 9. So. Ein andorianisches Schiff. Was war das denn? Galor-Klasse. 6 zu 5. Der hat mir eine Verteidigung. Austeilen kann der erstmal nicht. Der muss aber nächste Runde einstecken. Wenn Krem wieder dran ist. Oh, nicht schon. Hat er den fast weggehauen.
Ja, der hat die Verteidigung gesteigert. Jetzt hätte ich gerne mal Pulaski. Ich glaube, Pulaski konnte heilen. Das war gar nicht so blöd eigentlich. So, ich brauche mal wieder ein Schiff, was groß verteidigen kann. Specials haben wir keine. Noch zu wenig Energie. So, Krem. Der hat ein Schutzschild. Hm. Oh, ich kann direkt angreifen. Boah. Ging das mit den anderen auch? Mensch, das muss ich gleich testen. Enemy Turn. Ah, der kann auch nicht eigentlich hier uns angreifen. Mit seinen zwei Laserchen da. Mal doch kann er. Nein! Ich wollte gucken. Unser Turn. So, wir haben 8 Punkte. Ach komm, Klingone, komm. Na, komm schon, Katze. Ah, zack. So, und wir können noch ein Special auswählen. Kriegen einen gratis Shuttle und ich hätte gern diese Karte. So, da der eh nächste Runde fällt, werden wir dafür sorgen, dass hier etwas fällt. Was bedeutet dieses radioaktive Zeichen? Gibt das vielleicht Schaden? Ach, ich kann ihn wieder angreifen. Können wir mit ihnen auch? Ach Gott! Ging das nur bei Riker nicht, dass man ihn nicht direkt angreifen konnte? Das ist ja sagenhaft. Da hat Leffler eine Chance. Oder wir haben eine Chance. So. Aber diese Schiffe, die gehen mir auf den Zeiger hier. Der hier, der hat Verteidigung 6. Das heißt, wenn ich schieße, müssten wir ja auf 0 kommen. Den besiegen wir. Da kriegen wir aber einen drauf und sind auch weg. Und da auch dasselbe Spiel. Okay, haben wir da drauf. Okay. So langsam kommen wir dahinter. So, ja. Wir machen keinen Schaden. Also wenn ich angreife, dann tut sie eher mir weh, weil ich ja gleich weg bin. Wir kommen ja wahrscheinlich... Doch, einen machen wir mal, weil wir brauchen ja Platz. Das ist doch eine Galaxy-Klasse, oder? US Challenger? Ja. Dann, Endturn. Achso, Zeit ist abgelaufen. Ah, ich brauche zu lange. Diese 2 Minuten, ich überlege viel zu viel und rede viel zu viel. Was ist das denn? Eine Kugel vorne, aber was anderes als ein flacher, als eine flache Pizza. Was bringt die? Achso, 4 Karten brauchen wir aber nicht. 5 Verteidigung. Ah, erstmal. Zack. Jetzt ist er, sag ich mal, ein Büchsenöffner. So, 11 Schadenspunkte. Macht er. Da hauen wir noch gleich ein Schiff nach dem anderen weg. Nämlich gleich das linke. Und zusätzlich packen wir die Sarah Cota. Wie man das aussprechen mag. So. Tschüss. Quark. War schön mit dir. Und der kam mit seinem Laser gar nicht durch. So, Endturn. Du bist dran, Krem. Ah, wieder so ein vulkanisches Schiff. Oh, der konnte halt schaden. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben? So. Ah, der kann gleich mehrere. Verteidigung, kommen die doch nie durch. 7er, die Schiffe, die zumindest da stehen. Ich besetze trotzdem erstmal ihnchen. Dann haben wir noch 4 Punkte. Dann würde ich doch mal Hoshi Sato ausspielen. Hm, muss ich nicht ausspielen? Habe ich das verkehrt gelesen?
Na gut, machen wir das. Had enough language problems for one day. Na gut, dann habe ich was anderes gedacht. Achso, da haben wir zu wenig Spezialpunkte. Und, ach, diesmal kann ich ihn nicht, weil er da ist, oder was? Na gut, tschüss. Schade, diesmal konnte man nicht direkt angreifen. Ich habe mich schon so gefreut, Kremda aus seinem Ferengi-Schiff dazu ballern. Ah, Garak. Was ist denn? Ich hätte die Karte mal lesen sollen. Hat er jetzt gerade mein Schiff gekapert und ist weggeflogen oder was? Ah, direkter Schaden. Direkter Schaden. Ach, schade. Krem? Das wird so nicht weitergehen, mein Freund. Was brachten die. Was hatten die Garak-Karte gebratzt? Warum ist dieses Schiff, das kalassianische Schiff, zurückgeflogen? Was ich ausgespielt habe, verdammt. So. Ach, muss ich da direkt angreifen? Sato hält die Stellung. Wir haben noch 3 Punkte. Komm, hau mal die Shuttle noch raus. Zack. Können wir die noch? The shield will hold. Yes. Ha, das ist eine coole Kombo. Wir packen ihn da rein. Der Widerstand geht auf 10 und haben ein Schutzschild beim klingonischen Schiff, wo wir es jetzt auch brauchen. Das gefällt mir. Krem, wir machen dich sowas von fertig. Ah, der Vulkanier konnte wieder direkt auf mich schießen. Ja, das Shuttle-Reihe für da. So, kriegen wir ein neues. Ich würde jetzt gern trotzdem wieder auf den Krem schießen. So, dann kommt nochmal ein romulanisches Schiff. Haben wir noch ein Special? Dann kriegen wir ein Shuttle wieder und ich hätte gerne diese Karte. Und ja, nächstes Shuttle kriegen wir nicht. Wir können aber doch ein Schiff schwächen. So. Das Shuttle ist ja eh gleich Geschichte. Ach, den dürfen wir nicht, den dürfen wir nicht. Dann machen wir den da. So, Shuttle ist weg. Haben wir nächste Runde wieder Platz. Und so, dann können wir jetzt dieses Schiff rausnehmen. Dürfen wir ein anderes? Nein, dürfen wir nicht. Dann kommt das. 5 ist noch okay, ist vertretbar. Denn... Ah, wir dürfen Krem direkt angreifen. Hier, 11 Schadenspunkte. Zack! Waren keine 11, oder? Doch, 24. Klar, warte, 24 gehabt. Was bedeutet dieses radioaktive Zeichen? Würde mich mal interessieren. So, Endturn. Aber er kann gleich eine Spezialkarte, glaube ich, ausspielen. Erstmal ein Schiffchen. Ach, es steht noch, es steht noch. Sato hält auch durch. Yes! Schild ist zwar weg und wir konnten das andere Schiff platt machen. So. Wir können... Können wir das... Warte mal. Können wir vielleicht den Sack zumachen? Wir geben jetzt unserem klingonischen Schiff nochmal verstärkte Waffen. So. Ach komm, Special können wir auch nochmal machen. Mal gucken, was es können. Da haben wir keinen Platz. So. Wir könnten jetzt ein bisschen Action machen und... Nein, ich will den Krem raushauen. Zack. Ja. Nachdem ich mein Deck jetzt minutenlang nochmal bearbeitet habe, weil ich es aus Versehen gelöscht habe, hat Captain Leffler die Runde gewonnen. Was kriegen wir denn dafür? Außer Erfahrungspunkte? Hm. Irgendwie nicht viel. Ich dachte, wir kriegen da vielleicht Latinium? Hm. Gut.
es ist ja auch noch Early Access. Wer weiß, was noch kommt, aber irgendwie würde ich doch gern an Latinium rankommen. Aber ich muss gerade sagen, wenn ich das hier schon wieder sehe, schlägt es mir sauer auf den Magen. Diese Währung mussten wir mit Echtgeld bezahlen. Das heißt, dieses Schiff kann ich gar nicht spielen. Auch wenn ich jetzt Latinium freischalten könnte oder freispielen könnte irgendwie, da fehlt mir trotzdem das. Gehen wir nochmal auf den Shop. Confirm, nein, hier klickt man nicht auf Confirm. Gehen wir nochmal in den Shop rein. Wo kann ich... So, das waren wie viel? 500? Das sind schon mal 10 Euro. Ich kann mich auch irren, vielleicht gibt es ja auch Missionen, die ich noch nicht gesehen habe oder irgendwas, womit man halt auch diese Geschichte, diese Währung verdient. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn sich Leute, die viel Geld haben, auch irgendwelche Sachen kaufen. Das soll ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde es immer toll, wenn man halt alles erreichen kann, indem man halt einfach irgendwas freispielt. So. Also ich weiß nicht, wir sind auch noch Stufe 1. Kann sein, dass wir, wenn wir noch eine Runde spielen, dass wir aufsteigen und zur Belohnung halt das bekommen. Das weiß ich nicht. Müssen wir testen. Aber das Video geht schon wieder 30 Minuten. Ich glaube, ich belasse das erstmal so. Wir haben es angespielt. Ich wollte es euch ein bisschen zeigen. Ich kannte es selber nicht. Ich muss mir auch erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, ich glaube, den haben wir uns auch verschafft. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, wenn ihr was noch zu verbessern habt oder irgendwelche Tipps habt, die ich vielleicht falsch erklärt habe oder was man hätte besser machen können, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch ein Abo da lasst oder ein Däumchen, da würde ich mich auch freuen drüber. Und ansonsten, ja, wenn euch das Spiel auch gefallen hat und ich mehr spielen soll, schreibt es auch in die Kommentare. Dann setze ich mich noch hin und zocke das hier weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.